wie sind Sie gerade? Ihr habt damals einen Unfall gekannt, das hat sich geprägt in eurem Leben. Jetzt geht einmal so kurz unter dem Strich. Was ist damals passiert, dass eure Leute Bescheid wissen? Im 2002 hatte ich einen Arbeitsunfall auf dem Beruf, den ich gelernt habe als Landwirt. Ich bin in eine Rundballerpresse reingekommen. Und dann hat sich das Leben von einer Minute auf die andere geändert. Und ich bin schon anlesen, an der Unfallstelle hat dir eben Vater schon etwas ganz Spezielles gesagt. Ja, also ich habe nicht mit dem angefangen, was ich dem Vater gesagt habe. Wir haben natürlich zuerst miteinander die Rettung organisiert und dann wollte ich mit meiner Frau schwätzen. Wir hatten ein 15 Monate altes Kind gehabt und sie war im zweiten Kind schwanger gewesen und ich wollte, dass sie es von mir hört, was passiert ist. Und dann haben wir eine Menge Zeit vor gehabt, zum Warten, bis halt der Regen rum war und die hat dann ist im Nachtmodus rein gewesen, da haben wir miteinander schwätzen. Also vor allem, das heisst, ich habe mit dem Vater geschwätzt und ich habe ihm gesagt, dass ich weiter will, wäre Büre und dass wir aber mehr Zeit haben, dass wir vor allem Arbeit uns von der Arbeit dann befreien und dass es einen anderen Weg geben muss. Und ich hatte dort eine Vision gehabt, was für einen Weg, also könnte die offen sein und rund, eigentlich komischerweise sind wir 3 Jahre später eben dort gewesen. Es ist eine Situation, die wahrscheinlich für euch sehr schwierig war, aber auch für die nebenan, für eure Frau, für die Familie. Wie hat jetzt so mal das Umfeld reagiert nach dem Schock, nach dem ersten? Man hat nur funktioniert. Es hat einfach funktioniert. Es hat müssen, die Angelika war voll für mich da gewesen. Ich habe das gebraucht, sie hat das auch gebraucht. Wir haben dort das Glück, dass die Schwiegereltern haben dann viel auch können zum Böblögen, zum 15 Monate alten. Die Angelika ist mich alltag besuchen im Spital während einem Monat. Und daheim war halt die Hölle los. Ich bin als Arbeitskraft ausgestiegen. Wir haben halt eine gewisse Arbeitsteilung gemacht. Ich habe das alles erledigt, was vielleicht dem anderen nicht so gut gelaufen ist. Und so sind wir ein gutes Team gewesen. Es hat so gar nicht funktioniert. Und dann sind sie schon gerade im ersten Moment vielleicht vor einem Problem gewesen. Wie hat er überhaupt das gemacht? Aber es ist so, es ist jeden ersetzbar. Und jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man hier so ins Wallis kommt, dass die Leute vielleicht gerade im ersten Moment ein bisschen komisch schauen. Wie ist jetzt im Wallis jetzt so das gewesen, die Reaktion auf einen? Merkt man das überhaupt? Ich denke mich auf das nicht gross achten. Wir haben nicht so viele Leute gesehen, wenn man natürlich eben bei Kind ins Gespräch kommt, dann kommt immer die gleiche Frage zuerst. Und das Kind fragt eigentlich, wie willst du essen? Und ich esse eigentlich immer noch gleich, ich esse mit Mühl und das sage ich auch. Und dann gibt es ein Gespräch und sie merken noch gleich, dass man eigentlich auch ein ganz normaler Mensch ist. Und das soll auch so rüberkommen, dass man wirklich ein normaler Mensch ist und versucht zu leben, möglichst normal zu leben. Ich bin jetzt ein Foto anschauen im Google, im Facebook und dann ich sehe ihr auf dem Baum, am Besarento, auf dem Ski, mit der Familie unterwegs, alles. Und dann ist mir so durch den Kopf gegangen, ihr steht wirklich mit beiden Beinen im Leben, im wahrsten Sinne des Wortes. Was sagt ihr zu dieser Aussage? Ja, das habe ich ja noch, oder? Seid ihr Sienta vielleicht, wenn ihr durchs Leben geht, habt ihr vielleicht das Gefühl, dass ihr das Vorbild sein könnt für irgendjemanden? Ja, ich versuche mich vielleicht anders als andere. Es gibt ja viele Menschen, die sich versuchen, in das soziale System hineinzubringen. Ich mache vielleicht das andere. Ich versuche mich vielleicht sogar eine gewisse Selbsthilfe, dass man finanziell unabhängiger ist. Aber für das wird es wahrscheinlich nie länger. Aber irgendwie ansatzweise geht es in diese Richtung, mein Denken. Und das soll eine Motivation sein für die Leute, die das vielleicht da irgendwo offen haben für Derricks, dass es das aber neu gibt. Und mich motiviert eigentlich, ich bin wieder in der Landwirtschaft tätig und mich motiviert es, das Image von der Landwirtschaft zu verbessern. Weil das ist totnötig. Apropos Deich, habt ihr vorher gesagt, habt ihr schon mal gedacht, wo ihr heute würdet stehen, wenn das alles nicht passiert wäre, oder bringt das gar nichts an, so etwas zu Deichen? Ja, der Hitti und der Wetti sind schon lange gestorben, heisst es, oder? Also, die Option weiß es ja nicht. Da kann ich eine Gegenfrage an dir stellen. Was hast du das Gefühl, wo wärst du, wenn du keine Arme mehr hättest? Das ist, da habe ich keine Wörter mehr zu sagen, genau.
Als letzte Frage, wir sind jetzt hier im Wallis und Uri und Walliser verstehen einander meistens sehr gut. Was ist jetzt so ein Bezug zum Wallis? Was habt ihr für Erlebnis? Was gefällt euch hier speziell? Ja, Uri und Wallis ist einfach ein bisschen schlecht miteinander verbunden, das wissen wir ja. Aber ins Wallis ist für einen Uhrender wie eine Art das Heiko. Weil ich glaube, wir funktionieren auf beiden Seiten genau gleich. Und wenn ihr jetzt heute könnt selber uns lesen, was ihr dort essen und trinken, was würdet ihr heute hier im Wallis uns lesen? Ein Rindfleisch. Und er zieht zum Trinken? Ja, ein Glas Wein, oder? Genau, richtig. Also, merci vielmals. Toi, toi, weiterhin und schönen Abend. Danke.